zusammen, herzlich willkommen zurück Hallo. Zu Perfect World. Hallihallo. Ah, ich bin gerade mal die erste Christian. Yep. Dieses Mal bin ich nicht mit Igalavi alleine, sondern der Pascal ist mit dabei. Der ist aber leider noch ganz am Anfang, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu ihm zurücklaufen, um ihm ein bisschen zu helfen. Haha. Nix haha. Zurücklaufen wie ihr Mann. Okay, wir können zu... Ja, wo ist er denn? Kleinen Moment, ich muss mal kurz auf der Kuba. Wir machen es ganz stylisch, wir fliegen zu ihm. Oh yeah. Jetzt wisst ihr, wo ich meine Flügel habe? Da habe ich meine Flügel. Ich mache schon mal ein bisschen die Quest hier. Jo, mach das. Das ist ja nur, renn zu dem und rede mit dem und so weiter. Was kennst du? Oh mein Gott. Diese awesome Flügel. Ich bin... Was? Du bist noch ganz da unten. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich bin nicht so, ich hab leichte Koordinationsschwierigkeiten gerade. Kurz. Dezent. Oh mein Gott, diese Flügel. Ja, ich fange schon wieder an zu schwärmen, bitte verzeiht mir das. Und ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Blalalala. Oh ja, du den Timer einstellen. Ja, jetzt... Das ist natürlich gut. So viel dazu. Willkommen in meiner Welt. Ha, wir brauchen nicht über diese komische, vermaledeite Brücke zu laufen. Wir können einfach über den Fluss fliegen. Fliegen? Wir fliegen über den Fluss. Denn eine Elfe? Bitte? Seit wann nimmst du denn eine Elfe? Ich? Ach, freiwillig, ja. Das, weil Flügel und Fliegen und so. Mann, ey! Ja, ich weiß, ich hasse Elfen. Aber, ja, lass mich in Ruhe. Das ist eine Windelfe, das ist nicht einfach irgendeine Elfe, ja? Und, aber eine Elfe. Aber eine, ja, ist ja gut. Wer ist da hinter mir? Ich nicht, ich weiß nicht. Wer scharwenzelt mit deinem Rücken rum? Keine Ahnung. Der Moomi. Diese Trolle in der Schirme erledigen. Ein Baby-Muthase. Achso, ihr seid der alte L. Ihr seid beide da drüben. Sagen wir mal so, ich bin auf dem Weg nach drüben. Ah, Brücke. Oh. Ist ja auch überhaupt nicht unnötig, dann jetzt immer noch zu fliegen, aber das ist egal, ich will ein bisschen angeben. Der Camps, warte mal, wo, wie, wer, wann? Da. Ist irgendwas... Die haben immer so bescheuerte Namen. Wir müssen ja diese komischen Hüter, diese ganzen 100.000 Hüter finden und anquatschen und alles klar. Irgendwie haben die immer total bescheuerte Namen. Bitte? Die haben immer diese japanischen. Die kann man kaum aussprechen. Ich weiß immerhin, wie sie da sitzen. Man kann sie lesen, aber das mit dem Aussprechen ist so eine Sache. Brauchst du mal nicht Japaner. Außer das Japaner. Die lassen mir so unglaublich viel fallen, oder? Das ist unglaublich, da verbringt man die Hälfte des Let's Plays nur mit Aufsammeln. Das stimmt aber. Allerdings. Okay, spiel jetzt mal so frei und ich glaube, du bist schon... Wie viele brauchst du davon? 3 Stück. Das habe ich, wenn ich... Ja, hatten wir auch gebraucht, ne? Ich glaube, der ist auch schon fertig direkt. Ja, ich kann mich doch an die Quest nicht mehr so richtig erinnern. Ich auch nicht. Mit solchen Lappalien geben wir uns nicht ab. Geben wir uns nicht ab, ja. Ich bin mal so frei und folge einem von euch. Oh. Ganz kackendreist. Kackendreist. Ich finde diese Quallen da hinten so lustig. Ich finde diese Brücke lustig. Warum? Weil die solche komischen Flammensäulen hat. Yeah. Ich finde das Spiel lustig. Ich finde euch lustig. Was? Voll unnötig, gerade egal. Generation. Wo mache ich das jetzt? Ah ja, du bist ja jetzt Kleriker, ne? Ja. Angeber. Wieso bin ich ein Angeber, weil ich Kleriker bin? Du mit deinem Feng Shui hier unten, ey. So, jetzt muss ich... Ich kann noch mehr. Extreme Pantheon-Segen, whatever. Aha. Kommt der immer mit? Das war eine Person. Ich folge gerade Eka. Ich hatte die Hoffnung, dass er die hinterherläuft. Ich bin gerade am Zaubern und völlig vertieft in meiner Zauberei. Ah, ich sehe ihn, Ecker. Selbstverliebtheit ist was Schönes, ne?
Ja, definitiv. Mann, der sieht doch so süß aus mit seinen normalen Klamotten. Ist besser, dass Ja, du deine ne? Awesome Rüstung bekommst, Mann. Stimmt, der bekommt dir dann. Du bist ja ein Zauberer, du bekommst deine eigene Außenrüstung. Ja, und ein richtig geniales Schwert in die Hand. Ja, Schwert, ich will Ich habe es ja auch auch mal echt. ein... Ja, ich habe auch mit einem Zauberer kurz angefangen, das aber nicht im Let's Play, sondern einfach nur mal herauszufinden, was hier am Anfang so abgeht. Und das Flugteil von dem sieht richtig genial aus, weil die Menschen fliegen ja auch auf so einem Schwert durch die Gegend, auf so einem großen. Und haben dann halt so ein richtig awesome aussehendes Schwert in der Hand, das dir eigentlich überhaupt nichts bringt, weil du ja zauberst, aber es sieht einfach cool aus. Ja, ne, scheiß drauf, ist doch egal. Hauptsache du zauberst, Das cool. ist einfach so Du hast ein nettes Schwert. Alles andere ist unwichtig. diese Genau, Anfangsquests Mann. sind einfach pur auf Awesomeness hier, auf Epicness getrimmt so. Oh ja, Dass das definitiv. Spiel möglichst populär machen, indem man alles zeigt, was so richtig epic ist in diesem Spiel. Ja, Das ist das definitiv. Prinzip. Eigentlich gar nicht so dumm, ne? Ja, eigentlich. Das sieht man, wie reden müssen die Leute hier. Ja, echt. Habe ich auch am Anfang gedacht, boah, nee, jetzt alles vorlesen hier. Ja, wenigstens warst du fleißig, das meiste vorzulesen. Ich war einfach faul und habe einfach weiter, ja, ich stimme zu und alles gemacht. Ja, ich meine, wenn man schon ein Let's Play davon macht, dann sollte man wenigstens so halbwegs aufklären, worum es geht. Und diese Quest mit diesem Typen, der seine zwei Frauen da loswerden wollte, die fand ich einfach nur cool, deswegen. Ja, stimmt, das war definitiv cool. Das waren direkt zwei Frauen. Ja, und er musste beide loswerden, damit er nach Perfect World zurück kann. Umwelt. Ja, ne? Verrückte Welt. Ja. Was denn? Mit einem ganzen Harem? Irgendwie 20, Überhaupt nicht. Ich habe 30 definitiv Frauen nichts dagegen. haben. Das glaube Ich ich. hätte auch nichts dagegen. Ach, Kerle. Ja, was, du hast es doch schon angedeutet. Nicht Oder wahr? angesprochen, besser gesagt. Wieso stehe ich hier komisch und sehe mich selber nicht? Oh, ich bin gegen einen Pfosten gelaufen. Träume. Ich hab's. Ich habe die ganze Zeit so Sternchen vor der Nase. Ich bin jetzt so in so eine Ego-Sicht gegangen, damit ich euch besser beobachten kann. Jetzt hat er sich Ja, gewehrt. das ist dein Flugdingsbums. Das sieht aber geil aus. Richtig Hammer, oder? Ja, war richtig, ey. Hihi. Habe ich die richtige Klasse. Definitiv. Deine Rüstung nachher ist auch der absolute Hammer. Und halt, Das ist ein bisschen es ist... brutal. Meine Flügel sind voll diese dämonischen Dingsflügel. Ja. Dafür, dass ich eigentlich ein Kleriker bin und nur noch so weiße Magie anwende und so weiter und so fort. Tja. Strahlt Kommt ja auf nicht den gerade Charakter an. die Weisheit, die pure Weisheit aus. Weisheit hat aber nichts mit Weiß zu Griechische tun. Steine? Ja, ich weiß. Das war jetzt gut. Ja. Ich mache das mal anders. Ich folge jetzt mal dem Pascal. Das ist irgendwie einfacher, wenn ich dich verfolgen will, ne? So deine Warum Quest. einfacher? Oh, pass auf, du wirst verfolgt. Weil der Eker dir irgendwie nie so wirklich folgt. Ich folge ihm, ich hab ihn verfolgt. Ich hab ihm Bist du selbstverliebt? Wer? Ja, Ich bin doch nicht selbstverliebt, wer sagt das? Nein, Quatsch. Lass dich nicht verunsichern. Tue ich doch gar Ah, verdammt, nicht. ich bin gegen einen. Nein. Oh, ja, okay, alles gut, Natürlich. alles gut. Bin ich selbstverliebt, ich bin aber nur schlau. Ich flieg hoch genug. Ruhig. Ja, Ach, sorry. du musst sie absorbieren, ne? Ja. Ich dachte schon, wir können dir bei den ersten Quests irgendwie gar nicht wirklich helfen. Na eben, ich kann Ja. eigentlich nur zugucken und reden. Wenn wir aber weitermachen, dann würde er immer hinterherhängen. Das ist ja auch blöd. Nee, dann Ja. machen wir einfach. Wir können Verfolgen ja ihn schon mal einfach anfangen, dazwischen. den Popo da platt zu machen. Genau, das dauert ja Ewigkeiten. Bis wir dann da sind. Du Eine kriegst Quest habe irgendwann. ich. Bitte? Ja, so eine Quest, ne? Diesen Popo ist da. Ja, genau, Schätzchen Popo heißt die. Und da, dieses Popo-Viech, das ist ja, oh mein Gott, wie sich das anhört, Mann. Kann man doch nicht Ja, in Let's ne, Play jetzt kommt der packen. blöde Namen. Dieses Hinterteil-Quest-Dingsbums, das hat ja irgendwie 800, über Hi. 800.000 an Leben und so. Wir fangen einfach schon mal an, eins davon zu plätten. Ja, Ja, ich okay, habe ja dann. gestern auch schon angefangen zu spielen, nur ein bisschen. Und da habe ich jetzt Dann gesehen. folge ich dir jetzt, ne? In Ordnung, dann fliegen wir schon Ja, mal zu versuch dem das mal. Teil hin. Dann stößt du einfach zu uns, wenn du soweit bist und die Quest hast.
Ich glaube, zu dritt kriegen wir das, zu dritt könnten wir das Ding sogar klein kriegen. Ja, wir können ja schon die Vorarbeit leisten, sonst sind wir noch lange nicht fertig und dann ist schon die Videosequenz vorbei. Ja, ja, nee, deswegen, bis er soweit ist, können wir das ja ruhig machen, kein Problem. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, und ich bin direkt hinter dir. Freut mich. So, jetzt ich erst. Fliegen durch die Lüfte. Mein Schwert. Uhuhu. Sieht einfach episch aus. Ja, ne? Hier sieht so ziemlich alles einfach nur episch aus. Okay. Ja, korrekt. Bam. Okay, jetzt müssen wir uns für einen Popo entscheiden. Scheiße. Oh, das klingt so, ey. Zweideutig. Klingt böse, ne? Welchen Hinternpersonen? Warte, jetzt komm hier rüber. Hier sind mehrere, die. Ja, meinen bitte nicht. Nein. Meinen auch nicht. Ich bin umgeben von zwei Kerlen und suche nach einem Popo. Hallo. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen einen nehmen, der nicht abhauen kann. Nehmen wir hier den hier in der Ecke, so. Da, den hier. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt bearbeite. Warte kurz. Ich bearbeite ihn einfach mit dem hier. Was ist mit deinem komischen Pfeilregen? Ja, ich versuche gerade den zu finden. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Ach so, das da, genau. Okay, los geht's. Das geht ewig, oder? Ja, ich glaube, bis das Vieh tot ist. Ich mache aber immer nur 62 Schaden. Und nee, ich verfehle ständig. Ehrlich? Aber der verliert doch Leben. Ich guck mal schnell, warte mal. Ja, 62, aber wenn du den mit diesem... Du hast jetzt... Nee, ich verfehle den ständig. Ehrlich? Ja, mit jeder Attacke, die ich mache, verfehle ich das Vieh. Wahrscheinlich müssen wir ihn dann einfach nur direkt angreifen. Versuche ich es mal. Yeah, ich mache 8 Schaden und habe ihn. Ja, jetzt verfehle ich ihn zweimal, dann mache ich wieder 8. Nice. Ja, ich habe 28. Wenn du, aber du hast ja im Inventar. Hast du das getötet müssen? Da steht Schätzchen-Popo, nicht Popo. Ja, aber hier gibt's keinen Popo. Das führt uns doch zu dem Teil hier hin. Und wir haben so einen Spiegel im Inventar. Ja. Nennt sich Pinguin magischer Spiegel, wie auch immer, keine Ahnung. Ich habe mir den mal unten in die Angriffsliste gezogen und habe dann einfach damit immer angegriffen, weil da kommt so ein komischer Pinguin raus, der das Vieh dann immer angreift und das macht 250 Schaden. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, ob das der Sinn der Sache ist. Weil eigentlich sollten wir das 91. Vieh... Vielleicht soll... Eigentlich sollten wir ja das Vieh auch mit dem Spiegel einfangen und nicht angreifen. Sollen wir das mit diesem Spiegel einfangen? Keine Ahnung. Ja, wir sollen das einfangen und sollen das hier... Siehst du hinter uns diese komischen riesigen Blumen? Ja. Mit dem Maul, aufgeblähter Golem. Da müssen wir die Viecher dann eigentlich reinpacken. Also mit dem Spiegel einfangen. Vielleicht kann man es ja jetzt schon mit dem Spiegel einfangen. Nee, kann man ja eben nicht. Das habe ich ja jetzt schon hier, dieser Pinguin, der dann da rauskommt. Bei mir. Aha. Warte. Hier, flupp. Mit dem fängt man das normalerweise ein, soweit ich das verstanden habe. Okay. Aber das funktioniert halt nie. Jetzt habe ich die Mission auch. Ah, ehrlich? Hast du schon deine Ausrüstung? Also deine Rüstung und Waffen? Nee, noch nicht. Wieso hast du den? Da hast du noch nicht angenommen, die Quetz, glaube ich. Dann hat er aber auch... Oh, kritischer Treffer. Ich habe ihm 50 Schaden gemacht, ey. Yeah! Ich bin voll begeistert. Ich kann leider keinen permanenten Schaden machen. Warte mal ganz kurz. Ich habe letztes Mal einen gefunden, der schon nur noch 400.000 hatte. Und dann habe ich den einfach bearbeitet, aber das ist doch echt. Das ist doch. Kann ich glauben, dass das ist so. Pff. Nee, ganz ehrlich, das ist eine Quest, an der man stundenlang hängen müsste. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Nee, irgendwas machen wir falsch. Es ist nur nicht. Weiß ich nur nicht genau was. Der Magier hat aber zu Anfang schon ganz schön gute Skills. Ja, aber die machen bei dem Vieh halt auch keinen Schaden. Ich habe das ja mit meinem Magier versucht. Ja doch, ich mache mit meinem Blitzsturm 94 Schaden. Ja, aber wie gesagt, das ist bei dem Vieh ja so gut wie gar nichts. Richtig. So. Nee, die haben alle immer noch alles. Ja, der hier hat 700.000 nur noch. Ja, also sollen wir das dann bearbeiten, das Vieh? 789.000, ja, wir können es versuchen, aber... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das sowas bringt. Weil ich verfehle das Vieh auch ständig. So, warte, du bist wo... Ich glaube, hier ist einer von euch. Ja. Willst du nicht deine Ausrüstung holen? Das ist, glaube ich, dann sind deine Fähigkeiten. Ja, dann hast du auch deine Skills. Richtig. Du fest. Nein. Wie heißt die Quest denn? Oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Du musst ja halt diese verschiedenen Hüter durchgehen. Ach so, ja. Und einer von denen gibt dir dann halt auch deine Rüstung.
Die Quest, die man schon gemacht hat, die stehen hier nicht mehr. Leider nicht. Das finde ich wieder bei Borderlands ganz cool. Ja. Wann kriegt man diese Ausrüstung? Ist vierte oder fünfte Quest, keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ am Anfang noch. Okay. Warte mal, was kann ich extremer Panther sehen? Stärkt alle Verbündeten eine von 15 Meter. Guck mal in dein Inventar, vielleicht hast du das ja auch schon. Was? Nee. Ich das war mal. Ja. Oh, das bringt's total. Okay, jetzt habe ich das Spiel schon gefühlte 50 Mal verfehlt. Danke, lassen wir das mal. Ja. Und schon wieder verfehlt. Ich bin so begeistert. Warte mal, ich gebe dir mal eine Fähigkeit. Oder irgendeine Verbesserung. Ui. Oh. Hast du jetzt irgendwas, ein bisschen was verbessert? Erhöhte Mana-Regeneration, erhöhter magischer Widerstand, erhöhter physische Verteidigung und erhöhter magischer Angriff. Ja, der magische Angriff ist eigentlich nur das einzig Wichtige hier. Ja, so in etwa, ne? Und Beams, verfehlt. Oh, ich krieg zu viel, ey. Ich dachte schon, du hast besiegt. Nein, auf gar keinen Fall. Der hat immer noch 789.000. Ja, das kann ein bisschen dauern. Ja, aber hallo. Oh, 788.000. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Ich bin drauf und dran, einfach mal irgendwie kurz zu unterbrechen und nachzugucken, wie man diese Quest macht. Oder wir machen das so, wir machen einfach die anderen Quests weiter, weil das ist ja nicht eine Riesenverschwendung jetzt an Zeit, dass wir die anderen Quests weitermachen und uns dann beim nächsten Aufnahmesession informieren, wie diese Quests das würde ich auch mal sagen. Also ich werde mich auf jeden Fall mal informieren, wie man diese komische Quest macht und wie man die machen kann, was man, keine Ahnung, ach, ist doch alles Bullshit hier. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal sagen, was wir falsch gemacht haben. Warte! Ich folge dir. Ich gehe schon mal diese Hüter weitermachen. Also bei Haushüter Hu Genji, irgendwie sowas. Bei dem sind wir auch gerade. Also wenn du da angekommen bist. Ich auch jetzt gerade. Oder der Trick ist, dass wir den ganzen Tag mit dem magischen Spiegel Bitte? Entschuldigung. Dann bin ich auch greifen das Vieh immer mit dem magischen Spiegel an, weil das macht ja mal 250 Schaden. Das hat mir auch nichts gebracht. Wie gesagt, der hatte schon 400.000 und noch irgendwas. Nur noch und ich konnte ihn trotzdem damit noch nicht einfangen. Kann es sein, dass man die Ausrüstung von den Akma-Metall kriegt? Nein. In diesen komischen Teilen? Nein, wir haben die von einem dieser Hüter bekommen. Okay. Ich habe aber seltsamerweise nichts im Inventar. Verstehe ich nicht. Hast du eine Quest übersprungen oder so? Keine Ahnung. Muss er. Wir müssen nochmal gucken in der Anfang, in dieser Anfang-Gegend, wo man direkt gespawnt wird, wenn das Spiel beginnt. Dort. Hier mein... Dort müsste doch die Quest gewesen sein, oder? Eigentlich die Questgeber. Schon. Ja, das war auf jeden Fall noch ziemlich weit vorne. So die zweite, dritte, allerhöchstens die vierte Quest, da müsste das schon gewesen sein dann. Ich will nochmal gucken, vielleicht habe ich was übersehen. Oh, da ist ja noch einer. Ach, das was ist der, bei dem wir die Quest abgeben müssen, ne? Die andere Hauptquest. Hier, ja, genau. Die hatte er wohl auch gerade, deswegen war ich so verwundert, weil er hatte vor seiner... Ja. Okay. Nye, nye, nye. Ich kann ja mal ein paar von meinen Emoticons durchgehen hier. Was könnte denn mal lustig aussehen? Also ich habe jetzt noch so eine grüne Quest. Eine grüne? Eier ausbrüten. So, ja. Für das Reittier. Hä? Hey. Ach, das war... Ich glaube, ich tanze mal eine Runde. Da, da, da. Was? Das war's schon? Ach komm. Ja, bei Terra finde ich das cool, weil die da gar nicht mehr mit dem Tanzen aufhören. Die machen nur so richtig. Einen Move und das war's schon. Richtig, warte mal, wo ist das? Was war da denn jetzt? Umschauen.
Das ist bestimmt lustig. Irgendwann tut man die Beine weh, ne? Ach was. Sollen sich nicht so anstellen, ey. Hey, können wir mittanzen? Ich wollte gerade was probieren. Okay, warte. Auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. Hui. Oh, das war so einmal süß. Hoch und das war's. Das ist total dumm. Was denn? Warum steht ihr denn direkt wieder auf? Boah, ich wollte schon sagen. Also bei mir liegt sie noch. Voll gut mit diesen riesigen Ärmeln da. Oh, ich habe meinen Arm genau auf deine Brust. Oh. Eka. Schäm dich was. Ich kann das auch nicht kontrollieren. Du bist so ein Wutz. Oh ja, super. Richtig schön Zoom auf mein Dekolleté. Du musst ihn mal unter Kontrolle halten. Ja, ehrlich, ey. Du gehörst an die Leine, Junge. Was ist das? Hast du doch so ein Dekolleté, hallo? Ich meine, hallo aus dem Rüstung, aber ein Schwertstreich mitten zwischen die Rüste und du bist tot. Ey, ich kann nichts dafür. Das sind nun mal die Rüstungen, die ich ausgerüstet habe. Die weiblichen Rüstungen sind immer, je weniger Stoff, desto bessere Rüstung, so in etwa, weißt du? Stimmt. So die Level 80er Rüstung ist dann nur noch das Mindeste bedeckt, so damit man nicht irgendwie wegen sexueller Belästigung angeklagt wird oder so. Ja, ne? Ansonsten will ich ja nicht. Ah, komm mal, wenn ich provoziere. Hab doch mal Skal. Wie denn? Provozier mal. Tata. Tata. Gesehen? Nur kurz. Das ist. Ich glaube, ich hab nur eine. Ja, ich hab eine Quest. Zeig nochmal. Ich übersehen. Guckst du? Ich sehe das. Ja. Sehr gut, ja. Ja. Schlag ruhig auf deinen dicken Hintern. Warte mal, ich provoziere jetzt mal selber. Ja, jetzt habe ich meine Ausrüstung. Ach, verdammt. Falsch. Nein, auch falsch. Ich bin traurig. Wo ist das jetzt? Warte, ich will sehen, wie du provozierst. Ich habe meine Ausrüstung. Oh. Ah, ich glaube, ich kenne das bei dem Kleriker. Habt ihr schon mal Scarlet Blade gesehen? Was für ein Ding? Was? Scarlet Blade. Nope. Spiel. Nope. Das ist ein Spiel für Äcker. Ehrlich? Ja, die Weimar sind noch sehr wenig. Ja, verstehe. Ich will mal unbedingt anschauen. Ist das auch mal ein Game oder ist es ein... Ja, ist ein ziemlich neueres. Das habe ich auch mal gespielt. Aha. Jetzt müssen wir das aufschreiben, warte. Scarlet? Wie? Blade. Scarlet Blade. Scarlet... Blade, oder? Ja, Blade. Ah. Ich wollte das mal jetzt sehen, aber ich hatte Angst vor Newtom Strike. Vor was? Vor Newtom Strike. Eieiei. Weil man da schon fast alles sieht. Okay, interessant. Ey, echt aber... Das ist definitiv was für dich, ja? Das ist aber auch böse. Guck dir mal an, hier ist eine Frau direkt nackt. Das ist ich, kann das leider gerade nicht angucken, weil ich immer noch in der Aufnahme bin, mein Freund. Ja, das ist... Dann ich mache den YouTube-Strike, hä? Was machst du denn, ey? Hä? Buja, Alter. Die haben ja weniger als wenig an. Okay, pass auf, dass du nicht sabberst, ja? Deine Tastatur hält das nicht aus. Meine Tastatur ist weit genug entfernt. Oh, da kommt er ja. Bist du das? Oh, ich komme. Ja, ich komme. Ah, awesome. Oh, na also, jetzt hat er die Außenrüstung und Waffe. Ja, und das geile Schwert. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir direkt die Quest hier an. Schon geschehen. Dann mache ich die eine Quest noch und dann muss ich auch beenden, weil wir sind schon bei 22 Minuten. Oh, alles klar. Wir sind alle nur einmal jung. Das hier ist der schwierigste Punkt in deinem ganzen Leben. Ach nicht, ich rede mit euch. Schlampiges Kind. Was, wie würde das zu einer Laterne? Was will man sich daraus wieder verstehen? Tja. Nein, ich habe mit einem Jungen gewettet und das verloren. Kind ist direkt hier neben uns. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gerade wenigstens kurz die Quest durchscrollen, damit die Leute das eventuell lesen können, wenn sie es möchten. Mhm. Boah, guck mal, die reitet auf einem Einhorn Pegasus-Ding. Oh. Jetzt nicht mehr. Nee. Was, jetzt muss man diese Eier man nehmen. Muss diese Eier benutzen, um da hoch zu diesem eins dieser Herzen einzufangen. Weil dann springst du ganz hoch, wenn du die benutzt.
Wo sind ihre Herzen? Ach so, da. Ich habe die Quest nie irgendwie. Also müssen wir da hochfliegen? Yep. Kein Problem, nur... Baby. Ach so, ich muss nochmal zu ihm hier. Nein, nicht hochfliegen, mit den Eiern. Wie denn? Wir haben doch jetzt Eier im Inventar. Ja. Ja, auf die musst du rechtsklicken und dann fliegst du hoch. Habe ich eins? Ich glaube schon, ja. Also erstmal auf die Eier rechtsklicken und dann hochfliegen, oder was? Oder nein, du fliegst dann automatisch. Mach mal einen Rechtsklick auf eins dieser Eier. Oh, ich beende mal kurz den ersten Part. Hey, was der Herr. Siehst du? Ja. Und jetzt? Und du hättest jetzt theoretisch 30 ja. Versuche. Da steht aber wahrscheinlich gleich schon, dass du das beendet hast. Du musst damit dort eins dieser komischen Herzen treffen. So, ich habe meine Aufnahme schon beendet. Das wird halt zu lang. Ach so. Okay, dann beenden wir das auch gleich, heute, oder? Alles klar. Auf einmal erscheint das Kind. Auch. Hä? Ich habe eine neue Quest erhalten, aber ich kann die hier noch nicht abgeben. Hä? Doch, jetzt? Hä? Irgendwie nicht. Ich check nicht, wie man diese Eier treffen muss. Ich hab schon. Okay. Ich glaube, ich hab's auch. Ich kann auf jeden Fall eine Quest abgeben. Seit wann hat Magen ja ein Schwert? Ja, ich sag ja, das Schwert ist eigentlich total unnötig, aber sieht halt cool aus und, ne? Hm. Okay, dann beende ich aber... Hab ich's? Ich hab's auch. Oder? Ich hab meine Punkte noch verteilt. Warum bin ich ein kleines Kind? Ein kleines Kind. Ihr solltet euch vielleicht hin und wieder die Quests auch durchlesen, Leute. Ja, ich bin zu faul dafür. Dann wüsstet ihr aber wenigstens, was ihr tun müsst. Aber ich muss jetzt langsam auch mal die Aufnahme beenden. Oh, guck mal, Galavio! Halt, stopp, das muss ich mir noch angucken. Komm hier, komm hier. Komm wieso hier. Deine? Oh, du bist so süß. Lass mich in Ruhe, ja? Ich liebe dich. Guck mal, ich war ein kleines Kind. Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Okay, wartet, bleibt mal genauso stehen. Halt, stopp, stopp, stopp. Okay. Schön, schön hier bleiben. Seid lieb. Okay, ich muss nämlich kurz meine Aufnahme beenden, weil ich bin bei 25 Minuten angekommen, sonst wird das wieder zu lang und 30 Minuten will keiner sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es kommt jetzt wahrscheinlich sowieso direkt noch eine Folge, also kommentieren, bewerten und Abo nicht vergessen. Guckt unten in die Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.